Cool, dass ihr heute zuschaut und ich darf euch heute was über das Thema Proklamation erzählen und möchte erst mal so ein bisschen anfangen, woher kommt denn das Wort? Also es kommt von lateinisch proclamare, was laut ausrufen oder schreien heißt und das wird wahrscheinlich auch daran gelegen haben, dass die wollten, dass man damals halt hört, was man sagt und es ging eben nur, wenn man laut rumgeschrien hat bei so einer großen Menge, die da rumstand und heute versteht man darunter, einen öffentlichen Aufruf, eine Bekanntmachung oder eine öffentliche Erklärung. Und darüber hinaus kann man auch die Ausrufung eines neuen Herrschers als Proklamation bezeichnen. Für uns Christen ist es noch mehr, dass wir sprechen Wahrheiten Gottes aus, auch über eine bestimmte Situation und wir verkündigen Gottes Wort. So zum Beispiel mit Römer 8, 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das können wir über unser Leben und über das unserer Geschwister aussprechen. Zum Beispiel, wenn wir Angst davor haben, wegen Verfolgung nicht am Glauben festzuhalten. Oder wenn wir Angst davor haben, dass wir irgendwann von Gott getrennt sein können. Wir konzentrieren uns also auf die Wahrheit Gottes und geben allem anderen keinen Raum mehr. Und Proklamation fokussiert uns darüber hinaus auch auf die Stärke, die wir in Gott haben. So wie man früher einen weltlichen König proklamiert hat, rufen wir Gott als den Herrscher über die ganze Welt aus. So zum Beispiel im Psalm 24, 7 bis 9. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Aber wir können auch mit unseren eigenen Worten biblische Wahrheit proklamieren. Wir müssen nicht diesen Wortlaut genau wiederholen. Proklamieren ist also für uns alle möglich. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen, Gottes Wort öffentlich vor der Gemeinde zu proklamieren und so der Wahrheit Raum zu geben und die Stärke Gottes in den Fokus zu stellen.